Vereinigte Opposition. Über 200.000 Moskauer demonstrieren für Radikalreformer Jelzin. Perestroika am Ende. Gespannte Ruhe. Belgrad am Tag danach. Oppositionelle sprechen von nicht erklärtem Ausnahmezustand. Blockierter Fluchtweg. 20.000 Albaner warten auf Entscheidungen. Kritik an zögerlicher Haltung Roms nimmt zu. Angehäufte Probleme. Ministerpräsidenten der ostdeutschen Länder in Berlin. Fette Jahre noch nicht in Sicht. Guten Abend, meine Damen und Herren. Der sich zuspitzende Machtkampf in der Sowjetunion hat heute Hunderttausende auf die Straßen Moskaus und weiterer Städte gebracht. Ja, und zum Schluss die Wetteraussichten. Nachts örtlich Nebel, 8 bis 3 Grad. Morgen besonders westlich der Elbe, etwas Regen, 10 bis 16 Grad. Liebe Zuschauer, aktuell meldet sich wieder um 21.35 Uhr. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend.